Meine Damen und Herren, Sie haben Ihr Radio eingeschaltet und Sie hören die erste Episode der Sendereihe Die Experten. Wir informieren Sie über die haarsträubende Geschichte einer deutschen Durchschnittsfamilie in dieser unserer Zeit. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir stellen vor die Familie Robinson. Angenehm. Sehr freut. Hallo. Hi. Servus. In ihrem schmucken Einfamilienhaus mit dem hübschen gepflegten Garten ist die Welt noch heil. Eine intakte Familie, wie die Soziologen sagen. Die Robinsons teilen Freud und Leid miteinander. Sie treffen sich pünktlich zu den Mahlzeiten, halten die Feiertage heilig und die Familientradition hoch. Sie putzen regelmäßig Schuhe und Zähne und sind nett zueinander. Es ist 11 Uhr vormittags. Frühstückszeit im Hause Robinson. Ach, das duftet ja wie im Paradies. Wer hat den Kaffee gemacht? Hm? Ich, Opa. Ich war dran. Es ist auch der echte Kongo-Rot. Kongo-Rot? Vorzüglich. Der Kaffee der gute Laune macht wunderbar. So schätze ich das. Auch nimm doch Platz, Leute. Ja, nimm doch Platz. Das ist Opa Erwin, der Senior der Familie. Ihm zur Seite sitzt seine Schwiegertochter Marie-Louise Robinson, geborene Butcherum.